Hallo und herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. Ja, in der letzten Folge waren wir hier im Generator und haben lange, lange und mühsam... Achso, ich könnte das Feuerzeug anmachen. Achso, das ist das Stativ, ich wollte gerade schon sagen. Und mühsam... na komm, lauf. Sachen dechiffriert, sage ich mal. Und jetzt haben wir gesagt, dass wir uns nochmal aufmachen, um in den Wald, war es, glaube ich, zu gehen. Ja, genau, in den Wald. Da müssten wir wegen ein Waffendepot rein. Und das wollen wir jetzt diese Folge finden. Och nein, jetzt sagt mir bitte nicht, dass wir das jetzt nicht mehr machen dürfen. Sagt mir das bitte nicht. Ich hasse euch. Es kann doch nicht sein, dass man seine Sachen nicht zu Ende machen kann. Alles, was man begonnen hat. Warum muss ich dann jetzt eine komplette Folge damit vergeuden, letztendlich? Das herauszufinden, um dann herauszufinden, dass wir gar nicht mehr dahin zurück können, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier irgendwie... Das ist doch nicht wahr. Also das sind so Sachen, die wirklich mega, mega schlecht gemacht sind in diesem Spiel. Dass man da wirklich Sachen verpassen kann zum einen. Das ist natürlich in jedem Spiel schlecht gemacht, wo sowas möglich ist. Also nicht nur in diesem Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir das Fahrrad eigentlich hingeschmissen hatten. Das hat mir so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Oh Gott, steht das jetzt noch da unten? Müsste eigentlich, oder? Ach so, das steht, glaube ich, bereit, um nach rechts zu fahren, ne? Das stand, glaube ich, hinter der Brücke oder auf der Brücke auf der anderen Seite. Das kann sein. Mutter liegt ja auch noch hinter uns unter der Brücke. Nicht begraben, wohlbemerkt. Also, ja. Wo ist denn das Fahrrad hin? Hä? Jetzt bin ich hier ein wenig verwirrt. So, Waffenversteck. Können wir uns angucken? Ja, das ist das gewesen. Können wir uns angucken, bringt uns aber nichts mehr, weil wir dürfen ja nicht mehr in den Wald. Und wieso ist da jetzt ein X? Das ist Waffenversteck. Nimm das Fahrrad. Ja, aber das Fahrrad stand ja hier vorne. Wieso ist jetzt da hinten ein X? Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Das war hier am Eingang, glaube ich, ne? Das X. Weil das hatten wir auf jeden Fall hinter der Brücke irgendwo abgestellt. Das weiß ich noch, weil es halt sehr nervig war und man mit dem Ding nicht wirklich vorankam. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Jetzt muss ich die ganze Scheiße hier mit dem Fahrrad wieder fahren. Also es tut mir leid, aber wenn ihr jemals einmal auf diesem dämlichen Fahrrad gesessen hättet, ich weiß nicht, wer diese komische Steuerung da erfunden hat, aber ich kann euch nur sagen, ihr werdet keine Freude daran haben. Diejenigen unter euch, die vielleicht schon das Spiel gespielt haben, werden mir sicher zustimmen. Ich bin nur nach geradeaus am Drücken. Und es ist wie durch Zauberhand immer wieder nach links und rechts am Fahren, so als ob die gar keinen Gleichgewichtssinn hat. Das ist total unlogisch. Es hat überhaupt gar keine Dynamik, außer eine komplette Eigendynamik in dem Moment. Hallo? Und man zielt in die Mitte des Weges und trotzdem reißt die das Ruder dann, also das Ruder, das Steuer dann so rum, dass man fast links und rechts im Graben liegt. Also das ist... Warnung. Das folgende Kapitel enthält eine Szene, in der Selbstverletzung dargestellt wird. Einige Spieler könnte dies beunruhigen. Möchtest du lieber die zensierte Version ansehen? Natürlich nicht. Was soll der Quatsch? Abgesehen davon, dass das ab 16 freigegeben ist, dann sollen sie halt das Spiel ab 18 machen. Was ja wahrscheinlich bei der einen oder anderen Szene vielleicht besser gewesen wäre, weil es gibt natürlich auch 16-Jährige, die... Ja,
ich sag mal, nicht so sind, wie es gerne heute gewollt ist, sondern die halt noch normale Gefühle für 16-Jährige haben und sich sowas eben nicht so gut angucken möchten. Also, möchtest du lieber die zensierte Version ansehen? Nein. Diese Jungs, sie wurden alle getötet und das war meine Schuld. Sie waren in meinem Alter und ein paar von ihnen waren unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas passieren würde. Aber war es nicht offensichtlich? Was hatte ich denn eigentlich erwartet? Ich fühlte mich wie ein Feigling. Aber was hätte ich tun können? Hätte ich meinen Vater verraten sollen? Ich liebte meinen Vater, aber ich liebte auch meinen Freund Lapo. Auf wessen Seite stand ich? Ich hörte einfach auf mein Herz. Ich dachte, dass ich das Richtige tun würde. Aber stattdessen war es das Schlimmste, was ich hätte tun können. So, wir gehen natürlich nie direkt dahin, wo wir eigentlich hin sollen, sondern gucken uns immer die Gegend mal ein bisschen an. Die sehen jetzt allerdings nicht so freundlich aus. Von denen halten wir uns mal lieber fern. Nicht, dass wir hier direkt abgeknallt werden oder so. Dann ist das Spiel etwas schneller zu Ende als gewollt. Wobei die sehen auch nicht freundlich aus. Ich habe mich von allen Soldaten ferngehalten. Deutsche oder Alliierte. Sie alle hatten mir Schaden zugefügt. Ich wollte mit keinem zu tun haben, egal aus welchem Grund. Das heißt, ich komme auch gar nicht da rein, okay. Wenn ich aber nicht nach rechts und nicht nach links komme, wo komme ich denn dann rum? Da hinten ist auch sinnigerweise alles zugestellt. Ich hätte mich im Dunkeln verlaufen, wenn ich in diese Richtung gegangen wäre. Diese Nacht im Juli war so dunkel und unheimlich. Das haben sie jetzt aber nett umschrieben. Ich hätte mich im Dunkeln verlaufen. Okay. Ja, ich darf nicht auf die eine Seite zu den Soldaten. Ich darf nicht auf die andere Seite zu den Soldaten. Dürfen wir hier durch vielleicht? Ah, okay. Als ich diese Schwelle überschritten hatte, verlor ich den Bezug zur Realität völlig. Jeder um mich herum war gestorben, während ich alles überlebt hatte. Warum sind das jetzt alles Puppen? Können wir das auch fotografieren? Ich meine, es wäre eine coole Erinnerung. okay, wir wollen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja, völlig die Realität aus den Augen verloren. Da muss ich ja recht geben. Überall komische Puppen. Das ist dann die unzensierte Version. Okay, ich weiß ja nicht, was noch kommt. Ja. Aber riesige Krähen. Das ist bestimmt die unzensierte Version, dass die Krähen so riesig sind. Ich weiß nicht mehr, wie es abgelaufen ist. Ich erinnere mich nur an ein helles Licht und dann wurden Fotos von mir gemacht. Da war ein weiß gekleideter Mann, ein Arzt, nehme ich an. Er stellte mir Fragen, aber ich verstand sie nicht. Er schrieb etwas auf ein Stück Papier und dann brachten mich zwei Krankenschwestern weg. Patronenhülse? Ich war in der Nervenheilanstalt. Einige Frauen führten Selbstgespräche, andere weinten. Einige waren sogar mit ihrem eigenen Kot verschmiert. Andere waren gewalttätig und versuchten, sich auf jede erdenkliche Weise zu verletzen. Da war diese eine junge Frau, die sich den ganzen Tag lang selbst befriedigte. Unaufhörlich, bis zu dem Punkt, an dem sie zu bluten begann. Also fesselten sie sie ans Bett, sie schrie, fluchte
und redete tagelang Unsinn. Sobald ihre Wunden verheilt waren und sie losgebunden wurde, fing sie einfach wieder an. Okay, da kommen wir nicht durch. Diese Frau war ich. Sie gaben mir dann Injektionen. Was sie mir gaben, ließ meinen ganzen Körper erbeben. Ich brach mir einen Wirbel und einen Knöchel. Ich glaube, es hieß Cardiazol oder so ähnlich. Mein Körper war wie ein Feuer, das nicht gelöscht werden wollte. Wenn es scheinbar gelöscht war, kam es zurück. Sogar stärker als zuvor. Am Ende haben sie jedoch gewonnen. Ich hörte auf zu schreien und zu masturbieren. Und ich hörte auf zu denken. Es bestand keine Notwendigkeit mehr für eine Therapie. Etwas in mir war gestorben. Aber trotzdem bestand ich darauf, diese schmerzhafte Reise fortzusetzen. Ich war stärker, als ich es mir je hätte vorstellen können. Das ist jetzt alles sehr skurril. Und es sieht nicht wirklich unzensiert aus, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Wer bist du? Warte. Warte. Ich brauche Antworten. Geh nicht weg. Sprich mit mir über Martha, bitte. Martha ist tot. Ich habe sie getötet, um ihr Leben zu übernehmen. Ich werde niemals Frieden finden können für das, was ich getan habe. Das hatte ich schon befürchtet. Und was ist mit Mama? Mama ist tot. Niemand weiß das besser als ich. Es ist sinnlos, sich etwas vorzumachen. Habe ich getan, was ich glaube, getan zu haben? Ja, verdammt nochmal, es ist wirklich passiert. Ich habe sie zerteilt und unter der Brücke begraben. Gott, all das Blut. Mein Gott, ich wusste es. Was ist mit Papa? Die Soldaten? Ist das wirklich passiert? Es ist passiert. Er wurde direkt vor meinen Augen erschossen. Furcht, Schmerz, Scham. Ich kann es nicht loswerden. Aber ich kann es auch nicht noch einmal durchleben. Leider wusste ich das schon. Was ist mit Nanny? Arme Nanny. Sie hatte wirklich nichts damit zu tun. Aber sie starb in unserer Villa durch die Bomben. Wir retteten uns für eine Weile, indem wir in ihrem Haus Zuflucht suchten. Privilegien, weil man reich ist. Gefühle zählen allerdings nicht viel. Meine arme Nanny. Ich habe Angst, nach Lapo zu fragen. Lapo ist tot. Er wurde von einer Landmine zerfetzt. Er geriet in Schwierigkeiten und bezahlte mit seinem Leben. Mein lieber Freund. Armer Junge. Genau wie ich es in Erinnerung hatte. Leider. Eine letzte Frage noch. Die Schwangerschaft? Martha war schwanger. Ihr missgebildetes Baby starb mit ihr. Vielleicht hatte sie Schmerzen. Das reicht jetzt.
All diese Fragen sind sinnlos, nicht wahr? Es steckt alles in uns drin. Wir müssen nur den Spiegel drehen. Ist nicht alles nur die Reflexion einer unerklärlichen Existenz? Nichts weiter als ein Puppentheater? Mit offenen Armen für alles bereit, sogar zum Töten. Beine immer bereit zum Laufen. Die Gebärmutter, die in Sünde gezeugt hat. Kommt mir das nur so vor oder hingen bei der die Brüste wirklich sehr hoch? Und schließlich der Verstand. Um uns zu schützen, hat er uns in Monster verwandelt. Auf jeden Fall können wir so nicht leben, oder? Ich kümmere mich darum. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich versuche zu schlafen, wenn ich kann. Ich habe das im Griff. Am 26. Juli wurde San Casciano bombardiert und die Kirche zerstört. Aber da war ich nicht mehr dort. Ich war da schon in der Anstalt. Ich trotzte so ein weiteres Mal dem Tod. Die Bomben hatten mich nicht umgebracht und ich habe auch mich selbst überlebt. Der wahrlich absurdeste Test und zugleich der härteste. Der Krieg ist seit einiger Zeit vorbei. Sowohl da draußen, als auch in mir selbst. Ich war auf der falschen Seite des Tores, aber jetzt kann ich das Blatt wenden. Das Leben öffnet wieder seine Pforten, nicht wahr? Wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, mich selbst zu überleben, hätte ich wirklich alles hingeschmissen. Wir denken, die Gefahr lauert überall darauf, zuzuschlagen. Aber die hinterhältigsten und trügerischsten Gefahren sind die in uns selbst. Sie wachsen, ohne dass wir es ahnen. Sie lassen uns leiden, verwirren uns komplett und nehmen uns alle Selbstachtung. Ich hätte gern um Hilfe gebeten, aber ich war allein. Das ist meine Geschichte. Danke, dass Sie hier sind. Dass sie mir zuhören. Jetzt bin ich bereit zu gehen. Wie lange dauert es nach Haus? Der Tod ist freigeschaltet. Zum Glück ist es heute möglich, um Hilfe zu bitten und sie zu erhalten. Auch wenn wir allein sind, auch wenn wir verzweifelt sind, auch wenn es sich so anfühlt, als wäre das Leben sinnlos. Wenn es nichts mehr gibt, das uns am Herzen liegt,
liegt dies nur daran, dass wir es nicht mehr sehen können. Es gibt immer etwas Wichtiges, vielleicht um die Ecke. Dann nochmal der Hinweis zur Krisenhilfe. Ja, und das war Martha is Dead. Ich bin noch ein bisschen sehr drin gerade, ehrlich gesagt. Allerdings muss ich sagen, ich verstehe nicht so ganz, was jetzt die unzensierte Version davon sein soll. Also sprich, warum das die unzensierte ist. Dann will ich nicht wissen, wie die zensierte aussieht, ehrlich gesagt. Vielleicht ist dann das Ende nicht mehr zu sehen, wenn sie sich selber die Pulsadern aufschneidet oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil der Rest, der war jetzt nun wirklich nicht, der war nicht unzensiert für mich. Der hatte vielleicht einen tieferen Sinn, mag sein, aber unzensiert nenne ich das jetzt nicht. Ja, aber davon abgesehen, mein Fazit, das Spiel an sich war ziemlich gut gemacht. Ich muss allerdings dazu sagen, ich fand es wohl, also es hat mich gerade auch am Ende, ne, auch in Bezug auf Errungenschaften und so. Ich bin ja eigentlich jemand, der gerne alle Errungenschaften nach Möglichkeit freigeschaltet hat. Klar, wenn da jetzt 102 Errungenschaften drin sind, man durch einmaliges Spielen irgendwie 20 freischaltet, dann habe ich auch keine Lust, die restlichen noch freizuschalten. Bin ich ganz ehrlich. Aber ja, es war halt sehr, sehr schwer möglich, weil wir haben dann alles nach der Reihenfolge, denke ich zumindest, gemacht. Haben dann am Ende gesagt, okay, wir müssen jetzt noch hier diese Sache mit dem Telegrafen, oder wie heißt das Ding, müssen wir dann noch machen. Und haben das dann auch gemacht, haben eine komplette Folge fast dafür verbracht, vergeudet streng genommen, um dann festzustellen, ja, aber zur Waffenkammer können wir ja nicht mehr, weil das Spiel zwingt uns ja jetzt auf, dass wir woanders hingehen. Ja, das war für mich ehrlich gesagt ein extremer Schlag ins Gesicht, weil ich konnte euch dadurch natürlich auch nicht alles zeigen. Ich kann euch nicht zeigen, wo die Waffenkammer ist und ja, vielleicht noch andere Sachen nicht, die wir vielleicht noch hätten sehen können oder so, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht genau, was man da machen muss oder hätte machen können. Also das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr genervt. Aber ansonsten muss ich sagen, war das Spiel richtig gut. Die paar, ja, in Anführungszeichen Horrorelemente, klar, für jüngere Kinder, also sprich Teenager und so weiter, ist das natürlich schon ziemlich heftig gewesen. Also für die meisten zumindest, die im Kopf noch normal sind heutzutage. Es gibt natürlich auch schon 12-Jährige, die sagen, oh, ich habe schon, keine Ahnung, was für schlimme Dinge alle im Fernsehen gesehen. Das war jetzt gar nichts für mich. Ja, da äußere ich mich lieber nicht zu. Das nennt man dann Missachtung der Eltern, die einfach weggucken. Und sind wir mal ganz ehrlich, es tut den Kindern auch nicht gut, weil Kinder sollen Kinder sein, Jugendliche sollen Jugendliche sein und die werden früh genug erwachsen und haben es auch früh genug wirklich schwer. Und ja, also wie gesagt, das Spiel an sich fand ich so sehr gut, bis auf diese Kleinigkeit. Warum auch immer er jetzt in Prozenten hier nochmal rechnet. Ah, ich dachte schon. Bis auf diese Kleinigkeit, wie gesagt, dass man halt nicht alles machen konnte. Das fand ich wirklich doof. Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders sagen soll. Sehr ernüchternd wäre vielleicht auch noch ein gutes Wort. Weil, ja, ich konnte es euch nicht zeigen. Ich habe selber auch nicht rausgefunden, was man da jetzt machen kann. Ich hätte es gerne alles noch gemacht. Ich habe ganz viele Errungenschaften freigeschaltet, so was ich jetzt so mitbekommen habe nebenbei, was unten dann immer reinkam. Wie gesagt, durch das Overlay-Aufnehmen oder das Nicht-Aufnehmen des Overlays durch OBS konntet ihr jetzt leider die Errungenschaft nicht sehen. Das ist sehr, sehr schade. Aber naja, gut, man muss halt auch schon mal Abstriche machen, was das betrifft. Und ansonsten fand ich es richtig gut, die Story. Hätte natürlich besser laufen können, ne? Ich meine, ich bin ehrlich gesagt auch der festen Überzeugung gewesen, dass es die Mutter irgendwie gewesen war, also so wie sie das ja auch gedacht hat, dass sich das am Ende alles noch so ein bisschen in eine andere Richtung gegeben hat. War nicht unbedingt überraschend, aber war auf jeden Fall, ja, nochmal, ne, eine positive Wendung ist falsch gesagt, aber nochmal eine kleine Wendung, die man damit gemacht hat, wo man dann gesagt hat, das war vielleicht doch nicht ganz so, wie ich das jetzt gedacht hatte.
Und ja, es ist halt schade, Freund tot, der dann auch noch mit der Schwester gevögelt hat und die geschwängert hat. Das war ja noch mal richtig heftig. Also den hätte ich dann wahrscheinlich selber erschossen in dem Moment oder so. Ja, Vater tot, erschossen von der Gegenseite, wenn ich das richtig im Kopf habe, von den Soldaten auf jeden Fall, wenn es denn echte Soldaten waren. Mutter tot, von ihr erschossen, also von uns erschossen worden. Schwester tot, auch von uns erschossen worden. Kind tot, das kommt ja auch nochmal hinzu. Und ja, also es hätte ein bisschen mehr Grusel drin sein können, muss ich sagen. Zum Beispiel auch, dass man andere Geister gesehen hätte. Das fand ich ein bisschen schade, weil man hat ja die Möglichkeit, über die Fotos tatsächlich auch was aufzudecken. Und da hieß es ja auch, ich glaube, ganz am Anfang stand das mal irgendwo, dass man die Möglichkeit hat, Fotos zu verwenden, um neue Optionen sozusagen freizuschalten im Spiel. Und ja, und unterm Strich, um was aufzudecken. Und ich habe es so verstanden, ich könnte zum Beispiel Fotos machen auf dem Friedhof und sehe dann da ein paar Geister, beispielsweise. Und ja, das ist halt so völlig raus gewesen. Okay, das eine Grab, was wir dann halt gebraucht haben, um dann auch zu dieser weißen Frau zu kommen und alles, da haben wir dann mal einen Geist gesehen mit dem Infrarot. Aber ansonsten war das Ganze völlig nutzlos eigentlich. Und auch die ganzen Fotos, die wir gemacht haben, so aus Spaß vom Friedhof und von den einzelnen Gräbern und so, die waren auch alle vollkommen überflüssig letzten Endes. Und ja, ich sag mal, shit happens, aber es ist schon ein bisschen blöd. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Aber alles in allem, wie gesagt, um das nochmal zum Abschluss zu bringen, es ist wirklich an sich ein richtig tolles Spiel. Wie gesagt, ein bisschen mehr Horror-Variante wäre natürlich ganz cool gewesen. Aber ist nicht schlimm. Also auch so war es sehr gut. Ob man jetzt die Szenen unbedingt so darstellen musste, kann man sich jetzt drüber streiten. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn das Spiel dann wenigstens ab 18 auch gewesen wäre. Weil man kennt das ja, selbst wenn man dann am Anfang gefragt wird, möchtest du zum Beispiel die zensierte Version spielen oder möchtest du die Vollversion sozusagen spielen, also die unzensierte? Welches Kind, ich sage jetzt mal mit 12 Jahren, was dann so ein Spiel in die Finger bekommt, was es ja eigentlich nicht haben dürfte, würde dann sagen, nö, ich will die zensierte Version machen. Ne? Dann direkt mit 18 reinsetzen. Und dann kann man auch direkt dem Kind, ich sag mal, im Gedanken eine draufgeben, wenn es dann irgendwie dazu kommt, das Spiel zu spielen. Aber gut. Es ist wie gesagt ein Spiel, was sich an Erwachsene wendet. Und ich finde es auch okay, dass man dann am Ende auswählen konnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die unzensierte Version, die war jetzt so läppig. Also ich weiß nicht, da hätte man überhaupt nichts zur Auswahl setzen sollen. Da war ja das Spiel vorher viel brutaler als diese komische unzensierte Version am Ende. Deswegen, naja, also das fand ich ziemlich überflüssig. Aber das Spiel war sehr gut. Ich werde es auch natürlich entsprechend gut bewerten. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Ja, auch wie ihr das Ende gefunden habt. Im Endeffekt scheint es ja so, als ob sie dann doch in Anführungszeichen wieder froh werden könnte. Vielleicht hat sie noch eine posttraumatische Störung am Ende oder sowas. Wer weiß, was da nicht gezeigt wird. Vielleicht geht es noch einen zweiten Teil, ne, über diese posttraumatische Störung. Kann auch sein. Aber ja, wie ihr das Ganze gefunden habt, das ganze Let's Play, beziehungsweise eben auch das Ende. Falls ihr es selber gespielt habt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das gleiche Problem hattet, dass ihr nicht alles machen konntet, weil das Spiel euch immer wieder verboten hat, in gewisse ja, Ecken reinzugehen. Das hatten wir irgendwann so im letzten Drittel, hatten wir das ja auch schon mal. Dann wollten wir, ich glaube, auch in den Wald reingehen. Und dann hat das Spiel einfach gesagt, nö, ist nicht. Also irgendwo wollten wir hingehen und dann hat das Spiel gesagt, nö, ist nicht. Und dann kam er auch nicht mehr dahin. Ich glaube im kompletten Verlauf der Geschichte. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und ja. Ansonsten kann ich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.